Ich begrüße die Industriemeister mal wieder ganz herzlich zu einem weiteren Video. Hier möchte ich kurz auf die Quizze eingehen, die ich zusätzlich erstellt habe. Und zwar habe ich hier vier weitere Quizze gemacht. Thema Spannung. Hier ist immer eine Antwort richtig und ihr könnt das in der Pause machen oder wenn euch halt mal langweilig ist, euer Wissen mal abtesten, ob ihr immer noch hier zu Thema Strom an sich halt noch was drauf habt. Falls ihr Schwierigkeiten habt, hier auf die Antworten zu kommen, habe ich hier auch noch einen Link hinzugefügt, das euch zu den Grundlagevideos hinführt. Dort wird ja alles in Ruhe erklärt. Also es gibt Quiz zu einer Spannung, dann habe ich hier Quiz erstellt nochmal zum Strombereich, wo Fragen sind, sowie Widerstand. Anschließend noch hier der vierte, ist so ein bisschen fortgeschritten. Diese vier Quizze sind auf die Prüfungsaufgaben sehr stark bezogen im Sinne von, in den Prüfungsaufgaben, wenn man sich damit befasst, liest man öfters mal irgendwie eine Frage zur Bemessungsspannung und dort erkläre ich ja in dem Video, was ist die Bemessungsspannung oder was ist ein NTC-Widerstand und so weiter. Falls euch diese Quizze Spaß machen, dann könnt ihr natürlich auch weitere Quizze gibt es. Und zwar, wenn ihr hier auf der BLH YouTube-Seite seid, scrollt ihr ganz nach unten bis zu Elektrotechnik, öffnet dann die Playliste von Elektrotechnik. Dann habt ihr hier Elektrotechnik Grundlagen Teil 1 bis 9, wo generell alles erstmal erklärt wird, was man drauf haben sollte. Und in diesen Videos, meistens in den Kommentaren, findet ihr dann weitere Quizze, die natürlich auf das Video hier speziell drauf bezogen sind. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel die Hauptformel lernt, I ist U durch R, dann sind diese Quizze sehr, sehr wahrscheinlich halt hier drauf bezogen, nur auf I gleich U durch R. Und wenn man in der Reihenschaltung ist und die Reihenschaltungsgesetze kennenlernt, dann sind dort halt die Quizze für die Reihenschaltung gemacht. Also ihr könnt euch hier austoben, wenn ihr hier Grundlagen Teil 1 bis 9 euch dann durchklickt, findet ihr in den Kommentaren halt verschiedene Quizze. Diese vier Quizze werdet ihr auch in den Kommentaren dieses Videos finden. Ansonsten findet ihr die auch natürlich in der BLH-App. Viel Spaß mit den Quizzen. Ich bedanke mich weiterhin von ganzem Herzen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.